Wir sind live. Hallo da draußen. Herzlich willkommen. Heute eine Session mit Dominik Brünner und Annette Leeb im Hintergrund, beide von dem Unternehmen Modernes Unternehmen. Und sie bieten einen Workshop an. Und deshalb haben wir uns hier zusammengefunden und lassen uns mal ein bisschen berichten, worum es da geht und wer sie sind und so weiter und so fort. Hallo Dominik erstmal. Hallo Anja, ich freue mich drauf. Sehr schön. Und hallo Annette, um dich auch gleich hier mit einzuführen. Ja, hallo. Dominik, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst, wie erklärst du das deinen Freunden und deiner Familie? Das ist eine spannende Frage. Ja, also eben, ich bin Dominik Brünner und bin Berater für kollaborative Unternehmenskultur. Das heißt, alles, was das Thema Kollaboration, New Work, modernes Zusammenarbeiten, deshalb auch modernes Unternehmen, ist mein Interesse. Wie sieht es heutzutage aus? Wie arbeiten wir heutzutage zusammen und wie wollen wir zusammenarbeiten? Mein Hintergrund, den ich da eigentlich mit einbringe, ist einfach an das Schauspiel. Ich habe auch vorher Erwachsenenbildung mal studiert, aber sozusagen das Eigentliche ist das Schauspiel, weil ich aus der Richtung, aus der Schauspielrichtung, aus der ich komme, da steht das Ensemble-Schauspiel ganz weit oben. Und die Arbeit im Ensemble, was zu kreieren, letzten Endes ein Produkt zu haben, das Stück, was nachher auf der Bühne ist, da gibt es bestimmte Strukturen, die einfach sehr interessant sind. Und das hat mich dann dazu gebracht, im Nachhinein, nachdem ich da ein bisschen gespielt habe, zu sagen, Mensch, das ist doch auch interessant für modernes Zusammenarbeiten. Und das ist jetzt meine Arbeit heute, da die Überschneidungen zu gucken, was kann man von dem künstlerischen Bereich nehmen und ihn in das Unternehmerische mit einbringen. Und ihr habt dann eine Firma gegründet, du mit Annette. Und vielleicht Annette, stellst du dich auch mal kurz vor, was ist so dein Hintergrund? Und wie kam es dazu, dass ihr so zusammenarbeitet und euch da so zusammengefunden habt? Weil, und das ist das Interessante für uns nämlich auch hier bei UnUni TV, ihr fokussiert ein bisschen so auf kollaborative Kultur. Und wie kam es dazu? Wie es dazu kam, war es so, dass ich Dominik irgendwann mal mit seinen Angeboten zur selbstwirksamen Kommunikation entdeckt habe, also buchstäblich im Straßenraum, und dass sich da mir was vermittelt hat, also eine gewisse Form von Authentizität, irgendwas Echtes. Und da bin ich immer stark auf der Suche nach das, wo sich eine Persönlichkeit in der Art und Weise, wie jemand arbeitet, wiederfindet. So. Und dann haben wir uns kennengelernt, viel miteinander gesprochen, sind viel in der Stadt rumgelaufen, am Alexanderplatz, in irgendwelchen Gebüschen rumgekrochen, sonst wo, weil wir uns gedacht haben, ach, lass uns mal gucken, was sich hier so finden lässt, wenn man sich wirklich miteinander auch bewegt. Also Bewegung ist für uns beide ein großes Thema beim Arbeiten, Bewegung im Raum im weitesten Sinne. Und daraus haben wir dann irgendwann, haben wir so ein gutes Miteinander entwickelt, dass wir gesagt haben, komm, lass uns eine Firma gründen. Und Zusammenarbeit ist einfach ein Thema, was ich schon ganz lange am Wickel habe sozusagen, oder erst mich, ne? Also auch in der Wissenschaft, dann Kooperationsmanagement, wie geht das, ne? Mit Leuten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und mit den sogenannten Praktikern. Modernes Arbeiten jetzt, was ein ganz großes, eine große Bewegung ist, ne? Dieses New Work-Thema. Wenn man genau hinschaut, ist man halt sehr schnell bei sehr konkreten, ganz praktischen Herausforderungen, die für die Beteiligten auch nicht einfach sind. Und da wirklich sozusagen auf der einen Seite sicherlich konzeptionell, philosophisch mit Werten, Weltanschauungen, sich darauf einzulassen, das klar zu haben, aber eben auch dann wirklich zu gucken, also was bedeutet das eigentlich, was können die Einzelnen leisten, wie mutig sind sie, was geht in den Rahmenbedingungen? Also das ist schon ein komplexes Gefüge und das ist natürlich immer super spannend, wenn sich das auftut. Was bringst du für einen Hintergrund da mit ein? Nur mal gerade so. Nein, ich bin schon ganz lange freiberuflich tätig gewesen, auch als Trainerin, Coach, und habe auch vor langer Zeit eine Organisationsberatungsausbildung gemacht, eine ziemlich ausführliche, mit sehr viel Selbsterfahrung, mit einem gestalttherapeutischen Hintergrund so. Also das hat vieles immer zu tun mit diesem Selbsterfahrung, Selbsterkennen, Aufmerksamkeit entwickeln und dem, was man im Außen da mit den anderen tut. Du hast es eben schon
was es angesprochen. Es gibt eine breiter werdende Bewegung hin zum Thema New Work. Ich hatte gestern im anderen Kontext darüber philosophiert und gesprochen. Inwiefern unterscheidet sich diese Bewegung von dieser doch etwas älteren Enterprise 2.0 Social Business Bewegung? Seht ihr da irgendwie überhaupt, da gibt es Schnittmengen, denke ich schon. Aber wie schätzt ihr das so ein? Wo kommt das her, diese Bewegung auf einmal? Das ist eine gute Frage. Also wo kommt es her? Ich finde, das ist die Frage im Prinzip, wo kommen Ideen her? Ja, oder warum greifen Ideen plötzlich? Ich glaube auch, dass die ganze Idee, die mit New Work da eigentlich drin ist, Arbeit sich neu vorzustellen, dass Zusammenarbeiten sich neu vorzustellen, dass da Ideen drin sind, die sind gar nicht so neu, die gibt es schon sehr, sehr lange. Also deshalb erlebe ich immer ganz stark aus dem Schauspielbereich, ja, da gibt es Formen des Ensemblespiels, die sind Jahrhunderte alt. Ja, die kommen, hat man in der japanischen Oper schon bestimmte Dinge entwickelt, jetzt ähnlich wie bei den Kampfkünsten oder so. Das ist uralt, das ist keine neue Idee, weil letzten Endes immer Menschen miteinander zusammenarbeiten und deshalb ist es dann auf der einen Seite was ganz Grundlegendes. Was aber doch, glaube ich, dann schon relativ neu ist und warum das im Moment gerade so hochkommt, ist, dass man einfach andere technische Möglichkeiten hat zu kommunizieren und die Arbeit, die wir heute in unseren Breiten hier so verrichten, eigentlich ganz stark von Kommunikation abhängt. Und das steckt da, glaube ich, drin, dass wir eben weg von der reinen Produktion, Industrialisierung, einfach wegkommen in Richtung, wo die Arbeit, die wir machen, primär in den Köpfen stattfindet und primär deshalb auf Kommunikation gestützt ist. Und deshalb, sage ich mal, der Ort, ja, dass es in der Firma ist, dass es immer zu einer bestimmten Zeit ist, das funktioniert da nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich habe immer Ideen von 8 bis 4. Ja, das ist einfach, das passt so nicht mehr. Und deshalb denke ich dann schon, dass auch im Moment gerade einfach moderne Dinge, die da aufgekommen sind, das mit beeinflussen, dass im Moment gerade New Work oder da eben ein großes Thema ist. Und das hängt dann wieder auch zusammen mit diesem Enterprise 2.0 und so, wo es ja dann primär schon um einfach technische Erneuerungen geht, ja, technische Entwicklung, die einfach besonderes Medium, was einfach bestimmte neue Arten des Zusammenarbeitens ermöglichen. Würdet ihr das auch so sehen, dass diese Bewegung sich eher aus, also es gab ja auch früher schon immer diese Karriereverweigerer und so ein bisschen subkulturell, die so eher nach sinnhaften Zusammenhängen gesucht haben. Würdet ihr das auch so sehen, dass diese New Work eher so diesen Karriereverweigerern zuzuordnen sind? Oder kann man bewusst arbeiten und trotzdem Karriere anstreben? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich würde eher sagen, dass es gerade jetzt Leute sind, die viel Wert darauf legen, sich in der Arbeit auch zu verwirklichen. Also und das bestenfalls mit Karriere im herkömmlichen Sinn von sozialem Aufstieg einhergeht. Ich glaube, die Anforderungen, die diese Leute schon stark spüren und auch wo es sozusagen in den Diskussionen und so in den Gesprächen auch gerade um diesen Augenhöhe-Film rum und so, ne? Also was glaube ich mehr deutlich wird, ist, dass der Einzelne wahnsinnigen Anforderungen sich ausgesetzt fühlt, ne? Es gibt eben diese sicheren Arbeitsverhältnisse nicht mehr, die gibt es eigentlich schon länger nicht mehr, aber es trifft immer mehr Leute. Und gleichzeitig wird es außenrum schwierig, also die politische, gesellschaftliche Situation ist nicht gerade easygoing zurzeit. Das heißt, ich habe irgendwie in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, privat, gesellschaftlich, auf Arbeit, immer mehr sozusagen komme ich in Situationen, wo ich Stellung beziehen muss. Und der Arbeitszusammenhang ist halt auch einer, wo viel von dem ausagiert, entwickelt, gelebt wird, was uns sowieso als Person auch beschäftigt. So. Und ich glaube, dass das so ein Kumulationspunkt gerade ist, diese Bewegung, wo es schon natürlich um wie arbeiten wir hier zusammen geht, aber wo Arbeit immer mehr auch als Beziehung gesehen wird zu den direkten Kollegen, zum Umfeld, zu meinen Kunden, zu meinen Zulieferern,
zu den Leuten, die sonst wo auch dafür vielleicht ausgebeutet werden, dass ich hier mit bestimmten Dingen arbeiten kann und so. Also dieses ganze komplexe Gefüge, was der Einzelne alleine eigentlich auch nicht mehr aushalten kann, meiner Meinung nach bekommt er einen Raum, wo das unter diesem Thema, wie arbeiten wir, ich sag mal, ein Stück weit geöffnet werden kann. Vertrauensvoll, auf Augenhöhe und wo ganz viel Potenzial drin liegt, dass das dann tatsächlich auch in ein anderes Arbeiten im konkreten Tun einfließen kann. Also, dass es nicht nur eine Diskussion ist von, wie du sagst, Aussteigern, solchen, die sich eigentlich verweigern, die dann auch aus diesem Arbeitsprozess halt rausgehen und auch keinen Einfluss mehr nehmen können im Konkreten, sondern dass es wirklich eine Chance gibt, das jetzt reinzutragen, kleinteilig. Mhm. Und damit war jetzt eine super Überleitung in dem Workshop eigentlich, also so wie ich das verstehe, weil das werde ich mir jetzt mal alles erklären lassen. Der Workshop nennt sich, Dominik, wie? 12 Steps to Conscious Business. Okay, also, und dann habe ich mir das versucht, genau, wir fassen das jetzt erstmal zusammen. Also, 12 Schritte zum bewussten Arbeiten, zum bewussten Business, so. Mhm. Worum geht es in einem zusammenfassenden Satz? Es geht darum, die Geschäftsbeziehungsmuster sich bewusst anzugucken und zu schauen, wie kann ich sie erfolgreicher gestalten. Sehr gut. Wir werden das gleich ein bisschen weiter ausführen. Wie läuft das konkret ab, dieser Workshop? Es ist so, das wird 3 Wochenenden in Präsenz geben, mit eigentlich immer einem Monat Abstand. Und in der Präsenz wird man zusammenarbeiten, wird man viel auch Input geben, Austausch geben, sagen eigene Erfahrung einbringen. Und zwischen den Wochenenden hat man die Möglichkeit, alles, was man da gehört hat, für sich rausgenommen hat, im Alltag anzuwenden, auszuprobieren, Erfahrungen damit zu machen. Und dann, um beim nächsten Wochenende das wiederum mit einzubringen in das, worum es dann geht, und das so ein, sozusagen wie so eine kleine Schleife zwischen Präsenz, geschütztem Rahmen unter uns und dann direkt in der Arbeit mit den Menschen, mit denen man es zu tun hat, ausprobieren und Erfahrungen sammeln und eben verbessern oder erfolgreicher gestalten, zu gucken, wie geht es besser, wie können wir besser miteinander zusammenarbeiten. Erfolgreich sein ist wirklich da auch einfach das Ziel. Mhm. Welche Zielgruppe sollte sich dadurch angesprochen fühlen? Das sind eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer, die, sage ich jetzt mal, ein paar Mitarbeiter haben, zwischen 10, 20 oder Teamleiter. Das sind eigentlich so unsere Zielgruppe. Oder auch Einzelunternehmer, die haben wir auch so, weil die dann stärker eigentlich mit ihrem Kundenkreis zu tun haben. Also da übernimmt so das, was die Mitarbeiter sind, dann da eigentlich der engere Kundenkreis. Das ist eigentlich so. Aber es ist schon für Unternehmen gedacht oder eben Einzelunternehmer. Okay, wir werden das jetzt gleich ausführen. Aber wenn ihr den Link sucht, hier unten werden wir den anführen. Und da werdet ihr konkrete Informationen finden, wann das Ganze stattfindet. Und dann wie viel es kostet. Wie viel es kostet und wie man Kontakt aufnimmt. Genau. Sehr gut. Okay, dann machen wir mal weiter hier, damit ich das ein bisschen besser verstehe, worum es eigentlich geht, weil ich habe mir dann versucht, so vorzustellen, was ist eigentlich bewusstes Business? Was könnte das sein? Ist das ein eingeführter Begriff oder wie kommt es zu dieser Begrifflichkeit? Das kommt hauptsächlich aus dem Hintergrund, aus dem der Workshop stattfindet. Das ist eher ein psychologisch orientierter Workshop. Und da geht es darum, dass man in der Psychologie, sag ich mal, rausgefunden hat, wobei man das auch so eigentlich im normalen Leben rausfinden kann, dass nur ein gewisser Teil dessen, was wir tun, wie wir uns verhalten, aus dem wirklichen Bewusstsein herauskommt, dessen wir uns bewusst sind, dass ich bewusst handle. Und unter diesem, das ist das typische Eisbergmodell sozusagen, ich habe oben eine kleine Spitze, wo mir alles bewusst ist, was ich eigentlich mache, bewusste Gedanken habe. Und dann kommt unten drunter das Unterbewusste, noch tiefer auch das Unbewusste. Und vieles, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir in Beziehungen sind, wird eigentlich angetrieben, sage ich mal, aus dem Unterbewussten. Das ist das, wo man auch sagt, die Emotionen, die in Bewegung bringen, ist die wörtliche Übersetzung von Emotionen. Das heißt, die Emotionen treiben uns an, wie wir uns in Beziehungen bewegen, wie wir sind, und das findet oft im Unterbewussten statt. Und dieses Bewusste
Business ist dann zu gucken, mit Bewusstsein auf diese unterbewussten Muster zu gucken und zu schauen, welche davon sind erfolgreich, welche möchte ich beibehalten und welche sind vielleicht aber auch einfach unproduktiv und welche möchte ich ändern, ja. Du führst auf dieser Webseite aus, dass es auf dem Konzept von Vision Works for Life beruht, dem Konzept. Das sagt mir nichts, das liegt bestimmt an mir. Erklär uns das mal ganz kurz, was ist das? Ja, also eigentlich ist es, Vision Works ist das, sozusagen, die haben die Materialien erstellt, die sozusagen, die unter deren Lizenz findet es statt. Das, was dahinter eigentlich steht, ist die Psychologie der Vision von dem Ehepaar Spezzano. Chuck Spezzano ist hier in Deutschland eigentlich noch eher ein Begriff, hat viele Bücher veröffentlicht und auf der Basis dieser Psychologie der Vision von Chuck Spezzano ist dieses ganze Workshop-Idee aufgebaut. Und deshalb ist sozusagen, Vision Works hat die Materialien erstellt und deshalb ist es sozusagen, sind es nochmal zwei unterschiedliche Dinge, dass einfach Vision Works, da kommt die Lizenz her, aber sozusagen der ganze Hintergrund, der psychologische Hintergrund basiert auf der Psychologie der Vision von Spezzano. Du hast in einem Blogpost angeführt, das fand ich ganz interessant, dass die Fortführung von Märkte sind Gespräche, also dass der berühmte Satz des Clutwain-Manifestes, dass Märkte sind Beziehungen, dass du das quasi dahin führen willst oder in dem Workshop, so verstehe ich das, ja, auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen willst, dass Marktgeschehen und das Handeln am Markt im Grunde auch ein Beziehungsmanagement ist. Verstehe ich das richtig? Ja, weil ich finde das, total spannend an dem Markt ist, dass man eigentlich an dem Markt nicht vorbei kann. In Beziehungen ist es oft so, wenn es einem reicht oder zum Beispiel jetzt mit dem Arbeitskollegen oder so, wenn die Leute sich anders verhalten, als man das selber gerne hätte, dann sagt man sich, ach komm, kannst mir gestohlen bleiben, ich mache halt einfach mein Ding. Der Markt zwingt einen eigentlich dazu, mitzumachen. Ja, man kann eigentlich nicht sagen, ach, dann mache ich halt ohne Markt mein Business. Das ist eigentlich nicht möglich. Und insofern ist der Markt da ein guter Hinweis darauf, zu gucken, wo muss ich eigentlich mich verändern oder wo kann ich besser darauf antworten? Und insofern finde ich, dieses Märkte sind Beziehungen, das ist sozusagen noch mehr als nur Märkte sind Gespräche, dass ich wirklich gucken muss, okay, wie bleibe ich in Kontakt, wie bleibe ich am Markt, wie positioniere ich mich da und werde eigentlich immer wieder auf mich zurückgeworfen, zu fragen, okay, wie spiele ich da eigentlich mit und wie will ich da auch mitspielen? Ja, weil Markt ist auch, wird ganz oft so gesagt, ja, das funktioniert nicht am Markt, als sei Markt einfach so ein feststehendes Gebilde, wo jemand sagt, du gehörst nicht dazu oder du gehörst dazu. Letzten Endes ist Markt einfach auch ein ganz, ganz großes Beziehungsgeflecht, was lebendig ist und was Veränderungen unterworfen ist. Und insofern finde ich, ist dann Märkte sind Beziehungen, es ist alles das, was eben Beziehungen ausmacht, dass es irgendwo doch gewisse Muster gibt. Und trotzdem ist es immer wieder neu, trotzdem ist immer wieder auch eine Veränderung möglich, indem man andere Entscheidungen trifft. Und da finde ich, dann kommt wieder das Bewusste dazu. In dem Moment, wo ich eine bewusste Entscheidung treffen kann, in dem Moment hat es viel mehr mit mir zu tun und mit dem, was ich machen will, wie ich arbeiten will. Wenn ich das mal in meine Worte übersetze, weil ich muss, selber authentisch zu bleiben, muss ich das noch anmerken, dass wir im kapitalistischen System natürlich mit Märkten zu tun haben. Ob es nicht optional vielleicht auch noch andere Systeme geben könnte, wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber nur das, um das so zu vervollständigen, für mich zu vervollständigen. Ich glaube, was du meinst, also in meinen Worten, wenn ich das mal übersetze, ist, dass man aber auch innerhalb der Märkte nicht nur irgendwelchen Sachzwängen unterworfen ist und in einer gewissen Art handeln muss, sondern dass man auch da gewisse Spielräume hat, die man verantwortungsvoll füllen kann für sich und so auch ein bisschen erträglicher gestalten kann. Ja, also das, was du sagst, ist mit dem verantwortungsvoll, das ist, finde ich, einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, weil in sozusagen in diesem ganzen Marktgeschehen ist ganz viel von Reaktionen immer wieder die Rede. Ja, man sozusagen, man muss reagieren, der Konkurrent macht dieses, macht jenes. Und das ist das, was in diesem ganzen Seminar auch der Grundaspekt überhaupt ist, ist in dem Moment, wo ich Verantwortung übernehme für das, was passiert, steckt die Frage dahinter, wie hänge ich damit zusammen? Ja, wie
was treffe ich aus dem, was passiert, für eine Entscheidung? Und da kommt dann dieses Verantwortung, das ist eben ein Wortspiel eigentlich mit Reaktion, und Verantwortung ist dann eine Antwort zu finden, die nicht nur einfach eine Reaktion ist auf das, was passiert, was, finde ich, gerade im Bereich von Innovation, auch sozialer Innovation, ganz wichtig ist, dass ich immer nicht nur in dem Moment, wo ich reagiere, bin ich immer hinten dran, weil ich immer mein Handeln abhängig mache von dem, was jemand anders eigentlich tut oder was ich wahrnehme. In dem Moment, wo ich Verantwortung übernehme, kann ich sagen, okay, das, was da passiert, passiert. Und ich nehme es unter meine Verantwortung, das hat was mit mir zu tun, in dem Moment, wie ich dazu beitrage, und kann dann gucken, was ist eigentlich aus meiner Sicht eine wirkliche Lösung für das, was hier gerade stattfindet, was ist eine wirkliche Antwort, und kann dadurch wirklich auf ganz neue Ideen kommen, die mit dem, was man vielleicht erstmal aus Reaktion heraus machen würde, gar nichts zu tun hat. Meinst du das dann mit echter Wertschöpfung? Weil darüber habe ich sinniert, was du damit meinen könntest. Ja, genau. Das ist die echte Wertschöpfung dahinter, weil das, ich finde in der Wertschöpfung, Wirtschaft ist letzten Endes Wertschöpfung so, ja, aber ich finde in der Wertschöpfung ist irgendwo auch das schöpferische Kreative, das ist dann sozusagen wieder mein Bereich, wo ich finde, das ist das, wo das Künstlerische mit reinkommt, ist wirklich zu sagen, okay, lass uns Werte kreieren, ja, das ist wirklich was, das ist was Aktives, das ist nicht irgendwo Ressourcen ausgraben und verarbeiten, sondern das ist was wirklich eine Kreation ist, gerade in dem wir eigentlich ja hier in unseren Breiten vor allem auch wissensarbeitsmäßig unterwegs sind. Das sind ja im Prinzip eigentlich wirkliche Kreationen. Die Frage, die sich natürlich jeder Unternehmer dann stellt, ist am Ende des Tages, wie der moderne Unternehmer heutzutage sagt, aus diesem englischsprachigen Übersetz, am Ende des Tages müssen die Rechnungen gezahlt werden. Kann man das damit? Ja, weil einfach alles, was so sonst in diesen alten Beziehungsmusterstrukturen der Reaktionen an Energie und Ressourcen verpulvert wird, die stehen einfach dann zur Verfügung, um wirklich Geld zu verdienen, um wirklich zusammenzuarbeiten. Ja, also da ist der Erfolg. Weil man wahrscheinlich auch ein Beziehungsgeflecht aufbaut zu Kunden, die ähnliche Werte auch fördern und wünschen, und wo sich dann quasi so ein eigenes Segment dann auch bildet, denke ich, oder? Ja, das, und ich finde aber auch einfach, weil man echten Kontakt hat, weil ich nicht die ganze Zeit hinterher bin und gucken muss, was sagen eigentlich meine Kunden, was sagen eigentlich meine Konkurrenten, und muss die ganze Zeit eigentlich kontrollieren, dass ich auch wirklich alles mitkriege, sondern ich bin einfach in echtem Kontakt und kann daraufhin wirklich auf Lösungen kommen, die gebraucht werden. Ja, und dadurch kann ich einfach Erfolg haben. Okay, also ich glaube, ich habe mir ein ganz gutes Bild jetzt schon gemacht. Ich würde das jetzt erstmal wieder nochmal zusammenfassen für die anderen. Also es gibt einen Workshop, 12 Schritte zum bewussten Business. Genau. Dann findet die Information hier unten am Link, über den Link. Das Ganze findet jetzt in Berlin statt, in diesem Durchlauf. Weiß nicht, also vielleicht seid ihr auch mobil. Ja, genau, wir haben auch in anderen Städten noch geplant, in Süddeutschland und eventuell auch in Österreich, aber da, wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich bei uns in Newsletter eintragen, der wird benachrichtigt. Okay, und es ist für Leute, für die Zielgruppe sind eigentlich Unternehmer, unternehmerisch denkende Menschen, egal welcher Teamgröße, würde ich das so sagen wollen. Ja? Ja, genau. Gut. Ja, das wäre von meiner Seite aus. Das, was mir so an Fragen eingefallen ist, ist euch noch irgendwas wichtig, was wir noch anmerken sollten? Nö, ich bin so zufrieden. Ich freue mich über die interessanten Fragen, die du gestellt hast. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Dominik, für diese spannenden Einsichten, finde ich wirklich. Und auch ich werde jetzt versuchen, ein bisschen bewusster zu arbeiten. Danke, Annette, auch für deine Anmerkungen. Und bis dahin, bye bye, ciao. Ja. Danke, Anja, ciao.